Moin moin und hallo. Es ist wieder soweit. Apple hat ein neues geiles Gadget rausgebracht, was so ein richtiger Laptop-Killer sein kann und ist, weil ich benutze es ja, das iPad Pro schon seit Jahren. Und dieses iPad Pro hier soll die nächste Generation einleuchten. Das ist das iPad Pro von 2021. Ist ganz fresh. Fünfte Version ist am Start. Und wir haben die ganze Power des Apple M1 Chips hier drin. Das ist wirklich geil. Der M1 hat unglaubliche Performance. Und XDR, super brillantes Liquid Retina Display. Und wenn wir wollen, ultraschnelles Mobilfunk 5G. Das hier ist jetzt keine mobile Version. Ich mache das immer so, dass ich dann mein Smartphone nutze, um dieses dann als Host zu benutzen. M1 XDR 5G. Oh, nice. Das ultimative iPad-Erlebnis. Jetzt mit bahnbrechender M1-Performance. Und der M1-Chip ist auch der, der in den Laptops von Apple werkelt. Eine faszinierende XDR-Display und unglaublich schnellen 5G. Boah, dafür sollten wir uns echt anschnallen. Das ist das iPad Pro und der M1. Das ist ein Dreamworker. M1-Chip macht das iPad Pro zum schnellsten Gerät seiner Art. Es wurde entwickelt, um die wegweisende Performance und die speziellen Technologien des M1 mit den fortgeschrittenen Bildsignalprozessor und die Architektur für gemeinsamen Arbeitsspeicher voll auszunutzen. Und mit der unglaublichen Energieeffizienz des M1 bleibt das iPad Pro so dünn und leicht. Ja, und es hat eine Batterie drin, einen Akku für den ganzen Tag und ist damit genauso mobil wie leistungsstark. Wir haben hier 8 Kerne verbaut, die CPU, die GPU, Graphic Processing Unit, hat auch 8 Kerne und das Neural Engine Chip hat 16 Kerne. Und das alles in einem mobilen Gerät. Geil. Schnellere Performance und schnellere und geilere Grafik. Die 8-Core-CPU des M1 bringt bis zu 50% schnellere Leistung. Und die unvergleichlichen 8-Core-GPU ermöglicht dem iPad Pro eine bis zu 40%ige schnellere Grafikleistung. Damit können wir komplexe Artificial Reality Modelle entwerfen, Games mit Grafik bei hohen Bildraten auf Konsolenniveau spielen und natürlich auch als Cutter sehr viel besser arbeiten. Yeah! 50% schnellere CPU-Performance und 40% schnellere Grafik. Das iPad Pro kommt hier mit 12,9 Zoll Liquid Retina XDR Display. Scharf, hell und sensationell. Extremer Dynamikbereich. Das gibt es jetzt auf dem iPad Pro 12,9 Inches. Das Liquid Retina XDR Display sorgt für lebensechte Details mit einem Kontrastverhältnis von 1 Million zu 1. Perfekt, um HDR-Fotos und Videos anzusehen und zu bearbeiten. Oder einfach Lieblingsfilme und Lieblingsserien erleben. Außerdem hat es eine beeindruckende 1000 Nits Helligkeit auf dem gesamten Display. 1600 Nits Spitzenhelligkeit und fortschrittlichste Technologie verbaut. Das ist wie in einem großen P3 Farbraum, True Tone und ProMotion. Alles in so einem geilen Ding. 1000 Nits, das ist eine Helligkeit, die über das ganze Display die 1000 Nits liefert. Wir haben im HDR-Sektor 1600 Nits und entspanntes Sehen durch True Tone. Und adaptive 120 Hz Bildwiederholrate. Das ist auch heftig und geil. ProMotion. 1 Million zu 1. Kontrast. P3er Farbraum. Übelst. Und mit der Leistung von über 10.000 Mini-LEDs, die auf dem Display verteilt sind. Um diese extrem hohe Helligkeit zu erreichen, hat Apple ein ganzes Feld von LEDs über die gesamte Rückseite des Displays angeordnet, damit sie in das unglaubliche dünne iPad Pro passen. Dafür werden die extrem mini-winni-Würstchen-Ketten-LEDs und das ohne Anlede.
die 120 mal kleiner sind als die vorige Generation. Wow, spezielle optische Beschichtung und Diffusoren mischen das Licht aber effizienter, damit alles in den nur 6,4 mm dünnen Design Platz gefunden hat. Und 2500 Local Dimensionen. Mehr als 10.000 mLEDs sind über 2500 lokalen Dimmzonen selber angeordnet. Je nach Inhalt kann die Helligkeit in jeder Zone präzise angepasst werden. So wird ein unglaublicher Kontrastverhältnis von 1 Million zu 1 erreicht. Sogar detaillierteste HDR-Inhalte mit feinsten Spiegelglanzlichtern wie Galaxien oder Explosionen in Action-Movies sehen echter aus als jemals zuvor. Und das auf einem iPad, sprich auf einem mobilen Gerät. Und WLAN ist natürlich ganz klar dabei, wenn ihr die 5G-Version nehmt, klar. Wenn ihr aber das WLAN 6 ist da, schnelle Verbindung, einfach um dort auch up-to-date zu sein. Und wir haben geile Kameras verbaut, wirklich. Wir haben Ultra-Weitwinkelkamera mit Folgemodus, also das iPad folgt euch nicht, sondern der Sensor fokussiert euch dann immer und folgt euch sozusagen im Bild. Ne? Also nicht, dass das iPad dann Beine kriegt und durch die Wohnung mit euch rumläuft. Nein, das tut es nicht. Aber es fokussiert euch und es verfolgt euch. Das iPad Pro hat eine neue Ultra-Weitwinkelkamera mit 12-Megapixel-Sensor und einem 120-Grad-Sichtfeld. Perfekt für FaceTime und den neuen Folgemodus im Bild behalten. Wir wollen doch mal im Bild behalten werden. Außerdem macht es beeindruckende Selfies im Porträtmodus. Und wir arbeiten mit der True Depth Kamera zusammen, um das iPad Pro mit Face ID sicher zu entsperren. Das war beim Vorgänger auch schon so. Face ID rockt wirklich bei den Geräten, vor allen Dingen, wenn ihr das Magic Keyboard dabei habt. 12 Megapixel Ultrawinkelkamera. Das ist fett. Und True Depth ist natürlich auch dabei. Aber das Neue ist der Folgemodus. Das heißt also, wir werden im Bild dann gehalten. Wir nutzen die Ultraweitwinkelkamera und maschinelles Lernen, damit wir Videoanrufe auf unangesehenes Niveau führen können. Denn wie wir uns dann bewegen, dann schwenkt die Kamera automatisch mit. Und das ohne einen Kameramann dahinter. Das hat natürlich doch auch Grenzen. Weil das iPad selber kann sich nicht bewegen, aber durch die Ultra-Weitwinkelkamera kann es sozusagen nach rechts, links, nach oben, nach unten etwas viel weiter aussetzen und euch dann im Fokus des Bildes halten. Wenn wir aber dann zum Beispiel fokussiert sind, ne, dann schwenkt die automatisch mit uns. Wenn uns aber dann einer neben uns sich hinsetzt, zoomt die Kamera automatisch heraus und wenn jemand den Bildausschnitt verlässt, zoomt sie wieder auf uns zu. Der Folgemodus ist absolut faszinierend und funktioniert mit FaceTime und weiteren Apps für Videokonferenzen selber. Also wirklich geil. Und was wir dann auch noch haben ist, wir haben natürlich, das hatte das Vorgängermodell auch schon, zwei Kameras hinten dran. Hier sind auch wieder zwei Kameras. Wir haben eine Weitwinkelkamera und eine Ultraweitwinkelkamera. Wir haben einen LiDAR-Scanner auch noch mit dabei. Denn das sind Professional Cams. Mit Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Cams können wir das perfekte Foto oder Video machen und sogar ein Multicamera-Rig aufbauen. Und durch den leistungsstarken ISP im M1-Chip hat das neue iPad Pro jetzt auch noch Smart HDR 3. 12 Megapixel Weitwinkelkamera und 10 Megapixel Ultraweitwinkel. Das sind gute Werte, die einen vernünftigen Job machen können. Aber LiDAR ist geil. LiDAR ist, da gibt es eigentlich kein LiDAR, sondern LiDAR ist ein Scanner, der misst, wie lange Licht braucht, um von Objekten reflektiert zu werden. Das ist so wie ein Sonar, funktioniert das. So kann dann der LiDAR-Scanner Tiefenkarten vom Raum erstellen, in dem wir uns gerade befinden. Und faszinierendste Artificial Realities Erlebnisse ermöglichen. Dabei arbeitet er mit den leistungsstarken ISP zusammen, um Bilder und Videos bei wenig Licht besser zu fokussieren und die Aufnahmezeit zu verkürzen. Und wir haben Thunderbolt, Gigabit mit Gigaspeed, baby, der Boost für unsere Idee. Thunderbolt macht den Anschluss jetzt zum schnellsten und vielseitigsten Port, den ein iPad je hatte.
Er ist mit vorhandenen USB-C-Steckern kompatibel und unterstützt eine ganze Welt an hochleistungsfähigen Zubehör für das iPad Pro, wie schnellere externe Festplatten, Displays und Docks, damit wir riesige Dateien übertragen oder das iPad Pro Display XDR bei voller 6K-Auflösung arbeiten lassen können. Bis zu 40 GB pro Sekunde Bandbreite für Kabelverbindungen. Das ist viel, aber dadurch, dass die jetzt Thunderbolt eingebaut haben und nicht nur Standard USB-C, wird es also wieder eventuell dann da Probleme geben mit der Kompatibilität und anderen Geräten. Da muss man dann genau darauf achten, ob sie funktionieren. Und natürlich solltet ihr, wenn ihr dieses Gerät zum Arbeiten benutzt, so wie ich, dann solltet ihr das Magic Keyboard auch noch kaufen. Ohne Scheiß. Oder ein Apple Pencil. Dann habt ihr echt Möglichkeiten ohne Ende. Ne? Also es gibt diverses Zubehör zu dem iPad Pro, wie zum Beispiel der Pencil Scoot, dass die Tastatur Magic Keyboard, ich will sie nicht mehr missen, obwohl sie echt schweineteuer ist. Aber das Gerät hier ist auch schweineteuer, nur mal so nebenbei. Ne? Und iPad Operation System. Das hat ein eigenes Betriebssystem und es ist dadurch in einer eigenen Liga zu finden. So einfach ist nur das iPad, so intuitiv, und das iPad OS basiert auf dem gleichen leistungsstarken Fundament wie das iOS vom Smartphone und liefert zusätzliche Erlebnisse, die speziell für die Fähigkeiten des iPads entwickelt wurden. Wie einfaches Multitasking mit Fingertipp oder das Navigieren mit einem Trackpad und iPad Operation 14 gibt uns jetzt noch mehr Möglichkeiten, wie handschriftliche Notizen zu kopieren und alle Texte einzufügen und in jedes Textfeld schreiben zu können mit dem neuen Feature Kritzeln. Das gute alte Kritzeln. Und Thunderbolt hat eine wirklich fette Bandbreite. 40 GB ist echt nice. Wir können 5 Mikrofone in Studioqualität für großartige Aufnahmen beim Drehen, Musik machen und mehr benutzen am iPad Pro. Und Audio mit 4 Lautsprechern und Unterstützung für Dolby Atmos. Das heißt, wir haben hier Sound wie im Kino fast, okay? Und hier liegt jetzt folgende Größe vor, 2 Terabyte. Damit habe ich Platz zum Speichern von Apps und Inhalten. Es gibt das Gerät natürlich in kleineren Versionen, kein Problem. Wenn ihr nicht so viel braucht, dann ist es auch natürlich in Ordnung. Also ihr seht, es ist ein echt fettes Teil. Es gibt das iPad Pro auch in 11 Zoll, aber ich empfehle immer für Leute, die etwas arbeitstechnisch unterwegs sind damit, die sollten 12,9 Zoll nehmen. Es gibt es in Silber oder Space Grau. Die Kapazität fängt bei 128 GB an und geht bis 2 Terabyte. Dazwischen gibt es 256, 512 und 1 Terabyte. Mein voriges Gerät hat 1 Terabyte und ist andauernd voll. Nur mal so nebenbei. Die Maße sind 280,6 mm in der Länge, 214,9 mm in der Breite und 6,4 mm in der Dicke. Das Wi-Fi-Modell, wie es hier vorliegt, ist 682 Gramm. Wenn ihr Su Cellular dazu bucht, 684. Wir haben unterschiedliche Tasten. Wir haben einmal Lautsprecher an 4 Seiten, oben rechts, unten rechts, oben links, unten links. Das Mikrofon ist, wenn ihr drauf schaut, auf der linken Seite 1 und 3 Mikrofone im oberen Bereich. Dann haben wir oben rechts eine obere Taste. Dann gibt es rechts noch auf der Seite Lautstärketasten hoch und runter. Dann gibt es einen magnetischen Anschluss für zum Beispiel an das Keyboard. Dann ein Fach für Nano-SIM und wir haben einen Smart Connector dann. Und natürlich unten ist ein Thunderbolt USB 4. Und was dabei ist, ist das iPad Pro, USB-C Ladekabel, 1 Meter und ein 20 Watt USB-C Power Adapter. Also hier kriegen wir noch unser Stromanschlussgerät mit dazu. Es kommt mit einem Liquid Retina XDR Display, 12,9 Inches Multi-Touch Display, das sind 32,77 cm in der Diagonale mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und IPS-Technology. 2D-System für Hintergrundbeleuchtung aus 2596 in einer Matrix angeordneten lokalen Dimmzone und eine Auflösung von 2732 zu 2048 Pixeln bei 264 ppi. Wir haben hier drin eine ProMotion Technology Display mit großem Farbraum P3, True Tone Display und es kommt wieder mit einer fettabweisenden Beschichtung, vollständig laminiertes Display, Anti-Reflex-Beschichtung ist drauf,
1,8% Reflexionsgrad, 600 Nits maximale Helligkeit und 1000 Nits maximale Helligkeit auf den ganzen Bildschirm. 1600 Spitzenhelligkeit bei HDR. 1.000.000:1 Kontrastverhältnis und es unterstützt den Apple Pencil ab der zweiten Generation. Und der Chip, der hier drin ist, ist echt der Hardcore-Scheiß. Apple M1 Chip, 8-Core CPU, Central Processing Unit mit 4 Performance-Kernen und 4 Effizienzkernen. Dann gibt es ein 8-Core GPU, Graphic Processing Unit. Das ist echt viel für so ein kleines Gerät. Und 16-Core Neural Engine für das maschinelle Lernen und vieles anderes. Dann haben wir 8 GB RAM bei Modellen mit 128, 256 und 512. Und 16 GB RAM bei den Modellen mit 1 TB und 2 TB Speicherplatz. Das heißt also, nicht nur die Größe des Speichers macht einen Unterschied, sondern auch die RAMs in diesem Saal. RAM ist Random Access Memory. Das ist also der flüchtige Speicher, wo schnell zwischengeschaufelt werden kann. Das heißt im Umkehrschluss, dass ein 16 GB RAM natürlich doppelt so viel ist wie ein 8 GB RAM. Auch wenn der Speicherplatz auch da verdoppelt worden ist, werden die RAMs auch für andere Sachen benutzt. Wir haben ein Pro-Kamera-System mit Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Objektiven. 12 Megapixel, 1,8er Blende, ultraweites 10 Megapixel, 2,4 Blende und 125 Grad Sichtfeld. Wir können zweimal optisches Auszoomen machen und bis zu fünfmal digital zoomen. Das heißt, optisch bedeutet, wenn dort die Linse verstellt wird und das Digitale ist eigentlich nur dann, wenn das Bild selber vergrößert wird. Und wir haben ein Objektiv mit 5 Elementen, Weitwinkel und Ultraweit. Hellerer True-Tone Blitz ist drin, Panoramabild bis zu 63 Megapixel. Dann haben wir Objektivabdeckung aus Saphirkristall, Autofokus mit Fokuspixeln für Weitwinkel, Smart HDR 3, Fotos und Live-Fotos mit großem Farbraum, Objektivkorrektur, Ultraweitwinkel, fortgeschrittene rote Augenkorrektur ist dabei, Geotagging für Fotos, automatische Bildstabilisierung, Serienbildmodus ist möglich, aufgenommene Formate sind HEIF und JPEG. Als Video können wir machen 4K-Videoaufnahmen mit 24 Frames, 25 Frames, 30 Frames oder 60 Frames. Dort solltet ihr vielleicht auf 60 Frames immer gehen, aber bei 4K sind das Riesenmonster Datenklopper, die ihr dann produziert. Also meine Favorit ist die 1080p HD Videoaufnahmen mit 25 Frames, 30 Frames oder 60 Frames. Ich mache meine Videos immer mit 1080p und 60 Frames. Nur in seltenen Fällen nehme ich mit 4K auf, weil es einfach so viel Speicherplatz benötigt. Ihr könnt aber auch downgraden. 720p HD mit 30 Frames. Das wäre kacke. Macht das nicht. Zweimal optisches Auszoomen für die Videoaufnahmen. Audio Zoom, Hellerer True Tone Blitz unterstützt die Zeitlupenvideos von 1080p mit 120 oder 240 Frames. Dort solltet ihr besser auf 240 Frames gehen, denn dann ist die Zeitlupenstudie einfach detaillierter und besser. Wir können Zeitraffer-Videos mit Bildstabilisierung machen, erweiterte Dynamikbereich für Videos bis zu 30 Frames. Dann haben wir Cinematic Videostabilisierung für 4K 1080p und 720p und einen kontinuierlichen Autofokus. Zoomen bei der Wiedergabe ist möglich, nur ihr könnt nicht zwischen Vorder- und Rückkamera wechseln während des Videos. Zoomen bei der Wiedergabe aufgenommene Videoformate sind auch hier HEVC und H.264. Stereoaufnahme ist möglich. True Depth Kamera haben wir. 12 Megapixel Ultraweitkamera, 122 Grad Sichtfeld, 2,4er Blende, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und tiefen Kontrolle. Die True Depth Kamera ist die Kamera, die zu uns gerichtet ist. Porträtlich mit 6 Effekten, natürlich Studio Kontur, bla bla bla. Animojis und Memojis können wir machen. Smart HDR 3, 1080p HD Videoaufnahme mit 25, 30 oder 60 Frames. Auch dort wieder besser nehmt ihr 1080p 60 Frames, weil genug Power hat dieses Gerät, um das alles schnell und effizient zu verarbeiten. Erweiterter Dynamikbereich bei Videos bis zu 30 Frames. Dann haben wir hier auch Cinematic Videostabilisierung bei 1080 und 27. Fotos und Live-Fotos mit großem Farbraum, Objektivkorrektur, Retina-Blitz, automatische Bildstabilisierung und Serienbildmodus. Dann haben wir eine Möglichkeit, FaceTime-Videoanruf zu machen. Den Folgemodus im Bild behalten ist neu. Vom iPad zu jedem FaceTime-fähigen Gerät über WLAN oder Mobilfunk möglich. Dann können wir auch FaceTime-Audio-Anrufe selber machen, ohne Face. Dann haben wir 4 Lautsprecher. Wow. 5 Mikrofone in Studioqualität für Anrufe, Video- und Audioaufnahmen. Und die Drahtlos-Technologie ist 802.11ax WLAN. Das heißt,
Wir können hier auch ein simultanes Dualband von 2,4 und 5 GHz nutzen. HD-AD mit MMOI und Bluetooth 5.0. Natürlich könnt ihr auch die Cellular-Modelle nehmen. Die haben dann im 5G-Netz könnt ihr oder im FDD-LTE-Netz, UMTS, HSPA, alles mögliche. Also eigentlich geht dann alles. Dort könnt ihr auch eSIMs benutzen. Das heißt also eine Nano-SIM. Es unterstützt auch die Apple-SIM, nur mal so nebenbei. Ihr könnt eine Nano-SIM-Karte in euren SIM-Tray reinmachen oder ihr nutzt die eSIM, die Electronic SIM-Card. Wir haben einen digitalen Kompass verbaut, WLAN, iBeacon Micro Auto und beim Cellular-Modell integriertes GPS und Mobilfunk natürlich. Sensoren, Face ID, LiDAR-Scanner, 3-Achsen-Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Barometer, Umgebungslichtsensor und Face ID. Es ermöglicht durch die True Depth Kamera für Gesichtserkennung, das iPad zu entsperren, persönliche Daten in Apps absichern, im iTunes Store, App Store und in Apple Books einkaufen. Apple Pay mit dem iPad und Face ID in der Apps und im Internet können wir dann bezahlen. Siri ist auch mit dabei. Mit unserer Stimme können wir Nachrichten senden, Erinnerungen erstellen und mehr. Vorausschauende Vorschläge erhalten. Wir können freisprechen, wir können Songs anhören und erkennen, was wir wollen. Und aufladen. Thunderbolt, USB 4, Anschluss mit Unterstützung für Aufladen, DisplayPort, Thunderbolt 3 bis zu 40 GB, USB 4 bis zu 40 GB, USB 3.1 der zweiten Generation bis zu 10 GB pro Sekunde. Die Batterie ist eine integrierte wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie mit 40,88 Wattstunden. Das heißt, bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit WLAN oder Videowiedergabe. Aufladen über das Netzteil oder USB-C am Computer ist möglich. Bei der Cellular-Modell geht das auf 9 Stunden runter, wegen dem extra SIM-Gedrisse natürlich. Dann haben wir iPad Operation System 14, diverse Bedienungshilfen, einen riesen Haufen an Apps. Und was wir benötigen, ist nur eine Apple ID und einen Internetzugang. Und dann können wir dieses feine Gerät auch schon nutzen und dieses feine Gerät auch schon freischalten und dann auch damit arbeiten. Guckt euch das an, das Design immer ist richtig cool. Die lassen sich jedes Jahr lassen sich immer wieder neues Design technisch einfallen. 2 Terabyte Variante, 12,9 Inch, 5. Generation Wi-Fi Modell. Oh, schön. So, hier an der Seite geht's auf. Oh. Oder sollte es aufgehen? Das habe ich ja noch nie. Okay, machen wir es halt so mit der Fingerschicht. Kommen wir links mal hin und heben nun dieses Teil ab und sehen, darunter ist das iPad noch in einem verpackten Umfang. So, erstmal holen wir das iPad raus, packen es zur Seite und schauen uns natürlich erstmal das Zubehör an. Darunter, ne, Netzstecker und USB-C zu USB-C bzw. Thunderbolt-Kabel. Was habe ich? Hier haben wir ein bisschen Zubehör-Stuff, das heißt also iPad Pro Information, iPad Pro verschiedene Languages. Dann gucken wir mal, ob noch die Apple-Aufkleber dabei sind. Ja, sind sie, sind aber mal wieder drinnen geblieben. Die bleiben andauernd drinnen. Da, Apple-Aufkleber fürs Auto oder andere Areas könnt ihr auch haben. Und dann haben wir hier den Hauptakteur, und zwar das iPad Pro aus der oder in der bei der 5. Generation. So, wir öffnen es weiter. Wir drehen es einmal um, ziehen jetzt einmal ab und Umschlag wird geöffnet. Einmal hier abklipsen, einmal dort abklipsen. Zack, 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 zack. Und damit haben wir es schon befreit. Herzlich willkommen bei unserem neuen iPad Pro der 5. Generation. Das war's schon. Wir haben jetzt eine Einrichtung vorgenommen. Jetzt könnten wir natürlich noch hingehen und E-Mail-Accounts da drauf einrichten, unsere Wo-Ist-Sachen einrichten, unsere Apps im App Store. Da ist der App Store zum Beispiel. Da gibt es Millionen von Apps, die wir runterladen können, die wir uns angucken können. Wir können uns ganz
Widgets auf der linken Seite anzeigen lassen. Wir können diese Widgets sortieren. Wir können die Widgets benutzen. Wir können zum Beispiel die Temperatur anzeigen, den Tag anzeigen, die Schlagzeilen uns anlesen etc. Wir sehen hier unten, wie viel Power das Gerät noch hat. Wenn ihr ein iPhone in der Nähe habt, wenn ihr eine Watch habt, dann sind die hier auch noch aufgelistet. Alles Mögliche. Und das können wir über Bearbeiten natürlich dann auch löschen und neu anordnen. Ne? So einfach und intuitiv geht das. Das ist einmal nach links. Dann haben wir die Möglichkeit, nach rechts und nach links uns zu bewegen, weil wir haben ja unterschiedliche Teile, haben unterschiedliche Apps im Haufen drinne. Dann haben wir FaceTime. FaceTime ist zum Beispiel so eine Sache, da könnt ihr dann mit anderen Apple-Freunden kommunizieren, einfach anrufen, chatten etc. Kalenderfunktion, Uhr, dann Smart Home, fähig ist es auch. Wir haben Fotos, wir haben eine Kamera-App, die wir jetzt mal öffnen. Hier gehen wir jetzt in die Kamera-App. Da geht es darum, ob es okay ist, wenn die GPS-Tags geteilt werden. Natürlich, ich möchte ja auch wissen, wo das Ding dann war oder wo es dann abging. So, jetzt seht ihr, das hat sich gerade geändert in Quer- und Hochformat. Das können wir also gut hinmachen. Jetzt legen wir mal hier irgendwas hin. So, da ist unsere Sache, die wir jetzt fotografieren wollen. Jetzt haben wir hier oben haben wir das Live-Bild an oder aus. Live-Bilder sind so aufgebaut, dass die dann ein paar Sekunden aufnehmen, dass sie so einen Mini-Film macht. Dann haben wir hier die Möglichkeit, einen Zeitauslöser zu setzen. Hier können wir den Blitz ein- und ausschalten. Hier können wir die Kamera wechseln. Hier können wir also auf die Front- und Rückseitenkamera uns bewegen, wie ihr seht. Na, auch hier gilt dann wieder Live-Foto an, Live-Foto aus. Hier wieder Timer-Funktion, Blitz ein- und aus. Und hier können wir wieder wechseln auf die andere Seite. Was haben wir hier? Das ist also die Foto. Dann können wir auf Video gehen. Beim Video genau das Gleiche. Ich habe aber gerade was vergessen. Wir können hier nämlich auch noch den Bildausschnitt, sprich den Zoom-Faktor sehen. Ne, das ist sozusagen einfach. Hier haben wir 0,5. Das heißt also wirklich in die Breite können wir hier gehen. Hier können wir ran. Wir können aber auch noch mit der Geste rein und raus zoomen. Und guck mal hier, wir gehen auch auf die unterschiedlichen Kameras. Merkt ihr diesen Klicker? Klack. Klack, das ist das Umschalten zwischen die Ultraweitwinkel- und Weitwinkelkamera. Und dann können wir bis 0,5 rauszoomen und hier können wir immer weiter rein, bis fünffach reinzoomen. So, und hier können wir es dann natürlich auch schnell machen, indem wir da draufklicken. So, beim Video ist es ähnlich, da gilt genau das Gleiche, da können wir auch auf 0,5 gehen oder auf 1 oder uns natürlich dann rein und rauszoomen. Dort gilt das Gleiche, es geht dann bis dreifach anstatt bis fünffach. Hier bei den besagten Aufnahmen können wir Einstellungen machen wie Blitz ein oder den Blitz ausmachen. Dann können wir wieder umdrehen und das Gleiche auch noch für unsere andere Seite nutzen. Nur dass wir hier jetzt keinen Blitz haben. Hier ist noch eine Taste, um das auch in den Ultraweitwinkel zu bringen oder das eher dann aufs Porträt zu setzen. Dann können wir hier wieder klicken, um umzudrehen und hier wieder dann auf unser Objektiv zurückzusetzen nach von uns weg. Dann haben wir die Möglichkeit Fotos, Porträts, hier ist Porträtkamera. So, hier ist die gute alte Porträtkamera und ihr seht auch, was diese Porträtkamera macht. Sie fokussiert mein Gesicht die ganze Zeit. Das seht ihr anhand dieser gelben Freunde da drum. Und wir können auch noch unterschiedliche Beleuchtungsfreunde hier mit einbauen. Ne, Studiolicht zum Beispiel oder Abstand verringern. Guck mal, jetzt bin ich ganz schwarz, im Bühnenlicht bin ich jetzt gesetzt. Wir haben auch noch Bühnenlicht im Monochrom. Na, also ihr seht hier ganz viele unterschiedliche Porträtsachen gibt es. Dann gibt es auch wieder Blitz anmachen. Dann können wir hier die Blende verändern. Seht ihr da den Unterschied? Im Hintergrund wird alles unscharf. Jetzt wird alles im Hintergrund scharf. Sehr gutes Bild. Also sehr gutes Bild. Wow. Ist wirklich sehr gutes Bild. Dann haben wir noch die Möglichkeit Quadrat. Na, 4:3. Dann Panoramafunktion. Da müssen wir uns hinstellen und können dann einmal uns bewegen im Kreis und haben dann eine Panoramaaufnahme. Dann haben wir Slow Motion. Beim Slow Motion geht es darum, eine Aktion, auch wieder ne, super bright, normal bright zu setzen. Und diese können wir dann nutzen, um dann das in Slow Motion, sprich in einer langsamen Fassung zu sehen. Das funktioniert, indem viele, viele Bilder mehr gemacht werden wie sonst. Zeitraffer genau das andere herum. Da wird dann nur alle paar Sekunden ein Foto gemacht und das dann weitergegeben. So, lass uns mal einfach
ein Foto machen. Zack, wir haben jetzt ein Foto gemacht und das war ein Live-Foto. Live-Foto aus, ein Live-Foto nochmal hinterher. Um jetzt die Fotos zu sehen, können wir hier direkt in die Foto-App wechseln und sehen hier, was wir gerade so geschossen haben. Bei der anderen können wir von unten nach oben scrollen, bei der Live, und dann können wir hier zum Beispiel eine Endlosschleife machen. Ja, dann wird das immer weiter sich bewegen. Ein Abpraller, das heißt, das geht hin und zurück. Oder eine Langzeitbelichtung, was dann aus den ganzen Bildern, die geschossen worden sind, ein noch schöneres macht. So, um rauszukommen, habt ihr gesehen, habe ich diese Geste benutzt. Wir können auch in die Foto-App selber und sehen dort unsere Fotos, die wir gerade zum Beispiel gemacht haben. Das gleiche ist bei Videos auch. Um rauszukommen, diese Bewegung auf dem Bildschirm, um reinzukommen, einfach auf die App klicken, um rauszukommen, wieder drauf. Wenn ihr zwischen den Apps wechseln wollt, geht ihr von unten nach oben und könnt dann diese beiden Apps hier, oder wenn es noch mehr sind, noch mehr Apps offen haben, diese dann direkt auswählen. Ne? Zack. Oder ihr könnt sie auch, wenn mal ganz viele auf sind, könnt ihr die auch einfach wegschmeißen, nach oben weg. Ne? Weg. Ne? Oder hin und her bewegen, wenn hier mehrere auf sind, oder einfach wegschmeißen. Also ihr seht, es gibt einen Riesenhaufen und es ist sehr intuitiv, sehr einfach zu bedienen. Ne? Und ihr seht auch hier, das swiped schön rein. Um zum Beispiel zwei Apps parallel laufen zu lassen, ist auch noch sehr interessant, können wir hingehen und dann zum Beispiel in der einen App eine andere zwischenschalten. Das heißt, wir kommen unten hin, hebeln was aus, zwiebeln uns das ins Bild hinein und haben hier dann die Möglichkeit, seht ihr hinten, denn die Kamera ist aktiv, ich bewege sie und hier kann ich dann auch noch einen extra Bildschirm setzen. Ich kann aber auch diesen Bereich dann abkoppeln und irgendwo anders hinschmeißen, zum Beispiel die linke Seite. Das ist alles möglich. Ich kann das auch in den Vordergrund setzen. Na, guck, jetzt sieht es aus, jetzt bin ich nur im Foto-App. Super coole, viele, viele Features sind hier drin, die man benutzen kann, um hier interaktiver arbeiten zu können. Also sehr nice, ganz toll. Und natürlich der Sound. Lass uns mal den Sound anhören. So, lass uns mal ein Video wiedergeben. Was haben wir hier? Größe 1080p, 60 Frames, also HD. Oh. Ja. Sound kommt schön von beiden Seiten. Ich kann jederzeit hier oben lauter oder leiser machen. Seht ihr den Balken da oben, wie der größer und kleiner wird? Ne? Und dann jederzeit touchmäßig auch das Steuern. Das machen wir ein bisschen lauter. Leiser. Also läuft. Schönes Bild. Schöne Größe, alles flüssig, alles nice. Und wir können es auch kleiner machen. Das heißt, während wir dann hier hinten im Hintergrund irgendwas machen, irgendwas arbeiten, können wir auch gleichzeitig noch, ihr seht hier, dieses Video immer weiter uns reinziehen. Oder viele Videos von meinen Kanälen natürlich. So, also das seht ihr, ein riesengroßer Haufen an coolen Software-Gimmicks, an Apps etc., was dieses Gerät so alles drauf hat. Sehr nice. Und mit der Face ID, ne, wenn ihr es sperren wollt, einfach einmal drauf und dann zack, einmal hoch und schon seid ihr drin. Wenn ich jetzt meinen Kopf nicht in der Nähe habe, seht ihr, bleibt das Kamera verdeckt, beziehungsweise da ist nichts. Mein Kopf war schon wieder im Weg. Also wenn der Kopf nicht im Weg ist, ich decke ihn mal ab, den guten alten Kopf. So, seht ihr, jetzt geht's nicht. Jetzt können wir es nicht öffnen. Wenn ich meinen Kopf jetzt aber in die Richtung des iPads bewege, zack, geht das Lock auf und ich kann nach oben sliden und bin wieder zurück. So einfach ist es also, euer iPad Pro der 5. Generation zu benutzen. Es ist ein sehr schönes und sehr funktionales Gerät. Und jetzt müssen wir es natürlich auch noch mit dem neuen Gerätchen hier, das heißt also dem Magic Keyboard, kombinieren, weil dafür habe ich dieses Magic Keyboard nämlich gekauft gehabt. Das kam nämlich vorher, ne, es ist schon etwas früher gekommen wie das iPad und jetzt packen wir das hier dran, indem wir es einfach da dran halten, zack, schon ist es in Position und wir können es schon benutzen. Ne? Jetzt können wir hier die Optionen nach anrufen, Kommandos werden angezeigt, alles cool. Wirklich cool und in Kombination mit so einem Teil wie hier ist es natürlich godlike, dieses tolle Teil zu benutzen.
Denn ihr seht, es ist ganz einfach, swup, 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 um dann auch dieses Teil wieder abzusetzen. Und dann haben wir hier das Teil wieder in der Hand und können es ganz easy peasy benutzen. Auch Querformat, Hochformat etc. Es gibt so viele unterschiedliche Sachen, welche ihr mit diesem Gerät machen könnt. Ich finde, es ist einfach, es ist ein Game Changer auf dem Markt des mobilen Daseins für solche Geräte. Wirklich geil. Nur jedem zu empfehlen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.